Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter Half-Life 2, Episode 2. Die Maus seht ihr ja eh nicht, von daher ist es egal, ob ich euch das mit der Maus zeige oder nicht. Yay. Speedrun, Dams. So. Gib mal her. Hier. Die Munition. Heimkleister. Oh, die verrecken hier drin umso besser. Dann habe ich ja mit euch gar keine Probleme erstmal. Oh, Gegner. Tschüssi. Tschüssi. Oh, ich kann nicht mehr rennen, das ist schlecht. Yay. Scheiße, ich häng irgendwo fest. Geht weg. Oh. Hinter das fliegt alle ins Wasser und stirbt da. Oh, hier sind mehr als der diesmal. Oh, verdammt. Ich weiß zwar gerade nicht, ob ich richtig laufe, aber sieht so aus. Jo, Ladebildschirm, ne? Kann ich ja mal... Kaffee, Tee. War auf jeden Fall richtig. Hallo. Du Blödmann, das ist Gordon Freeman. Der Pentagon sagte, er sei auf dem Weg. Dr. Freeman, alles klar, sind hier drüben. Der Wort kümmert sich um Sie. Sag nicht, die ist jetzt aktiviert worden. Ich wollte so wenig Munition aufnehmen, wollt ihr mich eins verarschen? Seit wann sehen die Minen überhaupt so geil aus? Die sahen doch noch nie so in einer Episode 2 aus, oder? Na gut, auf jeden Fall haben wir genug Munition. Das sollte uns erstmal. Eins sollte ich gleich jeden Gang voll klastern damit. Ups. Ich völlig vergessen, dass man die gar nicht werfen kann. Dann komm mal her. Döp, 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 döp. Döp, 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 döp. So. Dann wollen wir mal. Garabanga! Hallo! Es ist gut. Alex Vance ringt mit dem Tode. Die meinen sind noch nicht da. Fürs Erste müssen wir ungestört sein. Naja, also das... Wenn du schon da bist, Freeman, kannst du uns auch helfen. Ich erkläre dir die Ameisenlöwensensoren. Hier ist Nachschub, wenn was ist. Medikits, Munition und so. Ja. Ich glaube, die ersten kamen hier. Hey Freeman, komm hierher. Jo. Der Sensor leuchtet, wenn ein Ameisenlöwe durch den Tunnel kommt. Ja, ich weiß. Mehr Lichter heißt mehr Ameisenlöwen. Wenn ein Tunnel aufleuchtet, blockieren wir ihn mit Türmen. Ganz schön einfach, ha? Hey, Doc! Auf dem Weg hierher, dir ist niemand gefolgt, oder? Hör nicht auf ihn, Doc. Wir sind angespannt, denn hier wimmelt's von Ameisenlöwen. Ich hab auch alle leben lassen. Solange wir nicht auf ihre Larven treten, sollten sie uns vom Nest aus nicht hören. Nun ja, ich würd's nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Wir haben nur noch zwei Türme. Und selbst die sind nur noch mit Draht und Klebeband zusammengehalten. Gut, sie da zu haben. Aber ich würde nicht die Hand für sie ins Feuer legen.
Hey Griggs, zeig Dr. Freeman doch mal, wo der Nachschub ist, ja? Ich weiß doch wo. Oh ja, da unten beim Wort. Alles, was du brauchst. Sie kommen! Mein Licht! Hey hier, schützen wir den Wort! Na macht mal. Wieso macht ihr solche komischen Geräusche? Doc, schon mal einen Ameisenlöwen gesehen? Den Durchbruch. Alles okay, solange sie nur einen Tunnel nehmen. Hey Freeman, kümmere dich um die Türme. Ja. Die sahen doch noch nie so aus in zwei. Ich bin sicher. Übrigens, da sind Minen, da solltet ihr nicht stehen, aber ich gehe schon mal weg. Warte mal, warte mal. Jetzt kamst du, glaub ich, von zwei Seiten. Also echt, Freeman. Es war richtig ruhig hier, bis du kamst. Tja. Schwarm bei 24! Komm, beeil dich, los! Komme schon, komme! Ihr habt ja gar keine Ahnung, mein Herr. So kann ich den jetzt nicht umwerfen. Komm schon, bleib dran! Bleib hier einfach hier! Die sind nur 1,20 groß. Ach, deswegen macht der Turm nichts. Das Ganze glaube ich nochmal von ganz vorne. Richtig? Nö, nicht richtig. Aber wir können jetzt mal dich hier richtig hinstellen. So. Hey Doc, Deck 24. Oh Gott, sie kommt von überall. Mehr bei 12. Ah, ihr seid zu zweit. Gib mal her. Schaff ich noch, schaff ich noch, schaff ich noch, schaff ich noch. Gut gemacht, Jackie.
Gleich geht's los. Jetzt geht's los. Zehn! Ja, wir alle haben 10. Da sind hunderte davon. Hey Doc, deck den Durchbruch. Bei 12! Wir haben 24. Was war mit dem Loch los? Wegen euch schaffe ich das nicht mehr. Nein, ich bin runtergerutscht. Hier. Wow. Da hinten ein bisschen auf, Leute. Könnt ihr mal gar nichts hier löschen. Wie sollen das gleich werden, hä? Jetzt sag ich ja, wie sollen das gleich werden, mal im Ernst? Da kann nicht mehr viel sein. Wie kommst du denn da drauf? Wir haben 12 Eindringlinge bei 36. Der Durchbruch und 24. Oh Gott, die kommt von überall. Schön, dass ihr mal wieder das Falsche nehmt. Turm ist gefallen, Turm ist gefallen. Jetzt geht's los. Das Netz muss größer sein als wir. Ja, das ist doch größer als ihr dachtet. Zwei Lichter. Wir können nicht mehr lange. Wir nehmen 36. Du musst alle Tunnel beobachten, Freeman. Wir schaffen das, Leute, richtig? Ja, wir schaffen das. Eindeutig gerade ein paar zu viel. Wo ist ein Turm kaputt? Oh, schön. Ah, jetzt ist der Turm kaputt. Oh, die Türme gehen kaputt, seit wann das denn? Jetzt wird's mies, ohne Turm. Hier ist ein Medikit. Drei Lichter! Wir haben drei Lichter! Warum sind das so viele? Da haben wir uns wohl verschätzt! Nicht zu müde! Schlimme, es war ja noch nicht mal alles. Los! Oh Gott! Los! Drei Lichter! Oberhand! Verdammt! Ja, geh heulen. Dr. Freeman. Bedauerlich, die Verzögerung. Wir töteten viele Ameisenlöwen. Doch viele sind noch übrig. Alex Barnes braucht... Ja, macht mal. Stoppt nämlich dann. Zu viele Ameisenlöwen.
Sie sollen verstummen. Stimmt, jetzt helft ihr uns ja, da war ja was. Dann macht mal. Oh. Ja, eindeutig. Mach dir mal. Lalalala. So macht das Ganze viel mehr Spaß. Hey, über dich. Tja, siehst du mal, was die von Alex halten. Rixi bleibt von dem grünen Licht weg. So, ich glaube, das war eine Zahl, oder? Oh, da war noch einer. Geil ist das denn? So war's das jetzt? Ja. Wir haben Ihre Anzahl hier erschöpft. Nun zum nächsten dringenden Problem. Alex Vance. Ja, das Problem sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute.